Plenum TV Kontrovers, diesmal das Thema Flüchtlingspolitik in Bayern, Deutschland und Europa. Europa muss auch in die Pflicht genommen werden, so ist ja oft die Meinung. Dazu begrüße ich Gabi Schmidt von den Freien Wählern. Okay. Grüß Gott. Sie sind Mitglied des Ausschusses für Arbeit und Soziales, Jugend, Familie und Integration. Außerdem sind Sie noch sozialpolitische Sprecherin Ihrer Partei. Frau Schmidt, es sind ungefähr 200.000 Flüchtlinge im vergangenen Jahr gewesen, die nach Deutschland kamen. In diesem Jahr werden es vermutlich 400.000. Wie möchte man denn dieser Masse an Flüchtlingen überhaupt Herr werden? Ist das überhaupt noch möglich, Ihrer Meinung nach? Also es wird schwierig, es wird sicher schwierig, aber wir haben es ja schon mal geschafft und gerade in Bayern unter einer Sozialministerin Stamm hat es eigentlich recht reibungslos geklappt, damals bei dem Balkankonflikt. Und ich denke, für Flucht muss man immer Platz haben. Also wir sind selber ein Volk der Flüchtenden gewesen und das ist die erste Priorität, wenn Menschen in ihrem Leben bedroht sind. Staatskanzleichef Marcel Huber sprach ja von einer Willkommensstruktur und keiner Abwehrmentalität. Dennoch wächst der Unmut ja bei der Bevölkerung. Wie kann man denn die Akzeptanz der Bevölkerung weiter bewahren? Also ich habe ja meinen Stimmkreis mit Zürndorf, gleich Zürndorf in der Nachbarschaft. Und da ist es wirklich so, dass die Menschen, die dann Kontakt haben, das auch bewahren und in Zürndorf schon über 60 Jahre, das müssen Sie sich immer vorstellen. Im Sommer waren die Leute sogar auf der Straße und zeitgleich geht die größte Firma in Konkurs vor Ort und die Menschen bewahren sich trotzdem. Ich denke, das A und O wird der Kontakt sein. Der Kontakt miteinander, gute Informationen und man kann sich nur willkommen heißen, wenn man sich kennenlernen kann. Nun sind es ja 15,5% der Flüchtlinge, die nach Bayern kommen, also aus diesem großen Pool von Deutschland. Für viele ist das eine zu große Menge. Nach welchem Prinzip ist das eigentlich aufgeschlüsselt? Ja, das ist nach dem Königsteiner Schlüssel aufgeschlüsselt, aber da bin ich leider absolut die Falsche für Sie. Wir hätten das schon längst geändert, aber wir sitzen leider nicht in Berlin an der Regierung und ich verwundere mich da sehr, dass man sich da nicht drüber gemacht hat oder auch das Asylverfahrensgesetz seit 2013 so in der Form gibt, auch mit den Bearbeitungszeiten. Verzeihung, dass da jetzt die Umsetzung jetzt erst im Juli kommt, 2015, dann der Rest. Schauen wir doch mal etwas globaler, schauen wir mal auf Europa. Von 28 Ländern insgesamt gibt es nur 5 Länder ungefähr, die überhaupt Flüchtlinge richtig aufnehmen. Allen voran Deutschland mit rund 32%, Schweden mit 13%, dann gefolgt von Italien und Frankreich mit jeweils 10%. Muss man da die anderen der Staatengemeinschaft nicht stärker in die Pflicht nehmen? Ja, also ich denke, man muss manche, die die Pflicht haben, auch schauen, wie sie ihre Pflicht ausführen, wie sie Menschenrechte einhalten. Bei Italien, was die am Mittelmeer leisten, da muss ich sagen, da müssten sie Berechnungsschlüssel haben, dass sie dann vielleicht in der Aufnahme weniger zahlen hätten. Aber klar muss man das verlangen. Und ich kam gerade vom Kongress in Rom, wo wir mit Europaparlamentarier unserer Seite, also der EDP, gesprochen haben und wo wir auch eine Resolution verabschiedet haben, aber wo wir auch ganz deutlich gesagt haben, das allererste, ja, der Gipfel ist die Menschenrettung. Das ist eine Verpflichtung, egal in welchen Gewässer sie schwimmen und egal wo sie ausgesetzt werden, die Menschenrettung, dann ist es die Versorgung und dann ist es die Einhaltung weiterer Menschenrechte, Recht auf Bildung, Recht auf soziale Bindungen und dann kommt es dran. Aber erst muss die Rettung kommen. Und England und Frankreich haben mich am Wochenende auch eines anderen Blick belehrt durch ihre Verbindungen in die alten Kolonien, neben die da schon verwandte Völker auch in Flucht auf. Also was wir vielleicht gar nicht so bedenken. Bleiben wir doch einmal kurz bei der Rettung. Ein Vorschlag von Thomas Kreuzer war es, dem ganzen Flüchtlingsstrom schon etwas früher zu entgegnen, indem man in Nordafrika bereits die Auffanglager als solches etabliert, damit die Menschen gar nicht mehr versuchen, über das Mittelmeer zu kommen und dort dann ertrinken. Was halten Sie von diesem Vorschlag? Also grundsätzlich greift man in Völkerrecht ein. Das müsste der Herr Kreuzer wissen, ob wir das überhaupt dürfen. Und da, wo er hin will, da ist im Moment, man weiß nicht, ob es eine Regierung gibt, man weiß, ob es keine gibt. Also
das müsste man abklären, bevor man das beschließt. Und dann wird es meiner Meinung nach auch nicht in ein bayerisches Parlament können, vielleicht noch in ein Bundesparlament oder dann in ein europäisches Parlament. Wir haben das so getan. Dieser Weg, ich war ja mit der Frau Merk in der Türkei. Viele Familien wollen gar nicht weiter. Die wollen nahe an ihrem Land bleiben, wenn wir jetzt von Syrien-Flüchtlingen sprechen. Dann ist das zu unterstützen und diesen guten Standard vor Ort zu unterstützen, das muss wirklich eine unserer Aufgaben sein. Und auch bestehende Flüchtlingslager humanitärer zu gestalten, das muss auch eine Aufgabe sein der EU und Deutschlands. Wir geben ja alleine in der Entwicklungshilfe weniger aus als andere Länder, wenn man es prozentual sieht. Also das muss eine Aufgabe sein. Aber bleiben wir doch bei den Finanzen. 500 Millionen Euro jährlich, also im Doppelhaushalt 1 Milliarde, ist veranschlagt für die Asylpolitik in Bayern. Wir werden mittlerweile wahrscheinlich an die 2-Milliarden-Grenze stoßen. Ist das überhaupt noch für uns finanzierbar? Also Menschenrettung und Menschenleben müssen immer finanzierbar sein. Also sonst müsste ich nicht hier sein. Wir brauchen keine Politiker, die nur Formulare regeln oder die Größe einer Erdbeere. Menschenleben muss die erste Priorität sein. Dann gibt es auch sicher kleinere und praktischere Lösungen für den Notfall. Also wenn Sie heute viele Leute auf einmal zu Besuch bekommen, dann schneiden Sie das Brot auch kleiner. Dann muss man über manchen Standards aus Zeiten bei weniger Druck dann vielleicht manchmal verzichten, weil es ein Notfall ist. Und da gibt es tolle Möglichkeiten. Wir haben neulich im Ausschuss ein Sprachprogramm beschlossen, das Bürger entwickelt haben, wo man online die Sprache lernen können. Dann gibt es die Möglichkeit, die ich mit der Frau Merk in der Türkei gesehen habe, mit Essenskarten, mit Gutscheinverfahren. Dann fangen wir halt bitte nochmal neues Denken an. Und immer wenn wir Asylgipfel haben, dann sind da wenig Gipfelmitglieder. Oder wir haben erst einen Gipfel, wenn es wirklich an der Spitze ist. Und wir machen uns nie in gute Zeiten Gedanken. Und wir müssen auch überlegen, dass eine Frau Haderdauer wirklich unsere anderen Erstaufnahmen dicht gemacht hat. Also der Druck kommt ja irgendwo her, dass wir uns ja in Zeiten, in denen fast keine Flucht war, einfach zurückgelehnt haben und nichts gemacht haben und nicht für schlechte Zeiten vorbereitet haben. Kommen wir nochmal auf die Erstaufnahmeeinrichtungen bzw. auf den weiteren Verbleibsstandorte. Das wird ja eigentlich größtenteils von den Kommunen getragen und von vielen Ehrenamtlichen als solches. Gibt es dafür denn einen entsprechenden Ausgleich vom Bund oder vom Land Bayern? Also die Erstaufnahmen machen die Regierungen, also das Land, und die weiteren Unterbringungen wird die Verwaltung gemacht. Aber in Bayern gibt es eine Spitzabrechnung und die wird auch vom Bund mitfinanziert, absolut mitfinanziert. Man muss bloß überlegen, wie man es macht, wie es menschenwürdig ist und wie man manches unkomplizierter macht, gerade wenn man bei minderjährigen oder behinderten Menschen ist, wie man da damit umgeht, ob das wirklich der Jugendhilfestandard dann sein muss. Frau Schmidt, vielen herzlichen Dank, dass Sie heute da waren und uns ein wenig Einblick in die Asylpolitik in Bayern, Deutschland und natürlich auch Europa gewährt haben. Und das war auch schon wieder Plenum TV, das Magazin für diese Woche. Danke fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal. Ciao, Servus.